Viel Schnack, was geht ab, euer Netflix hier. Ja, und herzlich willkommen zu einem kleinen Pokémon Go Video. Ja, lang ist her, der Pokémon Hype scheint ja eigentlich vorbei zu sein, aber heute war im Zentrum Oberhausen so ein kleines Pokémon Go Event und da war ich natürlich vertreten. Leider hatte ich meine Kamera vergessen hier zu Hause, da war ich schon halb auf dem Weg und dachte so, jetzt nochmal zurück, ist jetzt nicht so geil und nachher verpasse ich so ein paar coole Pokémon. Deswegen einfach mein Handy hier ein bisschen abgecatchert, sollte eigentlich auch ganz gut werden. Ja, und zwar haben wir als erstes erstmal im Zentrum ganz Lapras gefangen bist, da ich gehe da so schön durch die Gegend. Auf einmal sehe ich so, wow, was ein Lapras, da waren wirklich bestimmt 10 Module an oder so, das war mega geil. Ja, mitten im Zentrum gab es dann auch so eine kleine Bühne schon noch, was auch sehr, sehr cool war. Da war irgendwie noch so ein YouTuber, Rilu oder so, kannte ich jetzt nicht, irgendwie 80.000 Abonnenten. Ja, ne? Hab ich gesagt, dass ich den kenne? Ja, das habe ich. Ja, und wenn man da zum Beispiel auch ein bisschen gewartet hat, gab es halt zur vollen Stunde immer so eine kleine Bühnenshow. Also ich habe mich erstmal gefreut, als das Lapras dann auch hier mit nach Hause gegangen ist. Hier schön Leine angelegt, weißt du. Hängt jetzt hier ein bisschen in meinem Bettchen schon, weil es ist schon brav am Schlafen, deswegen dürfen wir auch nicht mehr so laut reden. Ja, ich bin dann später auch vorhin nochmal ein bisschen im Park gewesen bei uns hier im Mörs. Da habe ich auch noch ein paar Pokémon gefangen, das seht ihr jetzt so ein bisschen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr mehr davon sehen? Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben. Würde mich auch auf jeden Fall freuen und unterstützen. Dann sehe ich auch so, ey, habt ihr Bock auf Pokémon Go jetzt gerade, wo jetzt ein paar neue Pokémon mit draußen sind? Da kann man das eine oder andere Video jetzt auch mal raushauen, weil ich habe jetzt eine App mal runtergeladen. Irgendwie läuft das jetzt langsam mit dem Aufnehmen. Ja, und zwar wollte ich euch kurz noch was zeigen. Wie gesagt, zur jeden vollen Stunde gab es halt so eine kleine Bühnenshow und ich habe hier schon mal so einen kleinen Anhänger bekommen. Dann könnt ihr hier den Finger so durchstecken, dann habt ihr das Handy so am Start, ist ganz praktisch. Scheiße, da fällt mein Ladekabel auch schon raus. Ist ganz praktisch, wenn man ein bisschen mit Pokémon am Zocken ist. Ja, und dann, wenn man ein bisschen an der Rezeption stand, da gab es dann jetzt hier noch so ein cooles Pokémon Go T-Shirt abzugreifen. Habe ich natürlich direkt mit nach Hause genommen. Also war auf jeden Fall ein ganz cooler Tag. Ich hoffe mal, in Zukunft werden die nochmal so ein Event in Oberhausen starten. Der Empfang war jetzt nicht das Beste. Irgendwann ist mein Datenvolumen auch noch leer gegangen. Das war das schlimmste Pokémon Go ohne Datenvolumen. Ich dachte also, ja, scheiße, Alter. Was geht denn jetzt hier ab, ey? Aber nichtsdestotrotz bin ich ja noch gut um die Runden gekommen. Meine Powerbank war dann auch irgendwann leer. Ich hätte gerne noch so eine kleine Pokémon Go Powerbank gehabt, aber die waren so schnell wieder da vergriffen. Ist es natürlich ganz normal, wie auf der Gamescom, wenn was umsonst ist, ne? Da sind ja alle immer heiß hinterher. Ja, wir gucken jetzt mal ein bisschen hier zu, was ich jetzt so im Park noch gefangen habe. Ihr habt es gerade schon gesehen, Natu war mit am Start, ein Hutut, ein Weberack, das habe ich bis jetzt noch nicht gefangen. Da habe ich auch direkt mal hier, zack, den Superball rausgehauen und mich auf jeden Fall echt gefreut, ob das jetzt auch da drin ist oder nicht. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, seid ihr auch jetzt schon wieder ein bisschen unterwegs hier mit Pokémon Go oder nicht. Also im Moment steckt mich dieser Hype wieder ein bisschen an, also ich weiß nicht, im Moment habe ich wieder richtig Bock, ein bisschen rauszugehen, ein bisschen ein paar Pokémon zu fangen. Hauptsache, das Magma hat mich auch richtig geschockt. Das war irgendwie bei uns hier im Mörs am Schlosstheater. Ich war irgendwie fast einer der Einzigen, die unterwegs waren, gerade um die Uhrzeit. Und ich dachte so, okay, das Magma müssen wir jetzt haben. Da gehen wir jetzt auch mal schön gediegen hin. Und was ist? 1400er Magma ist ganz okay. Ich bin auch jetzt hier noch Level 25. Im Zentrum war irgendwie auch einer Level 40 oder so. Also, könnt ihr in die Kommentare schreiben, welches Level seid ihr? Also, ich versuche noch ein bisschen hochzukommen. Aber mal schauen, wie es jetzt aussieht, ob der Hype jetzt wieder ein bisschen ansteigt, jetzt gerade durch die neuen Pokémon oder nicht. Also ich denke mal, im Sommer sollte es auf jeden Fall wieder abgehen. Ja, Mogelbaum habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Also ich habe heute schon einige interessante neue Pokémon gefangen. Gestern war ich auch schon unterwegs. Ich glaube, seit vorgestern oder gestern ist ja überhaupt das Update rausgekommen. Und zack, Alter, hast du schon viel, viel mehr Blockmodule auch wieder in der Stadt gesehen. Ich denke so, ey, da sind ja noch welche, die müssen Pokémon zocken. Ja, jetzt gerade so vor der Nintendo Switch auch, freut mich das auch ein bisschen, immer ein bisschen hier den Nintendo-Hype hier hochzuziehen. Und ja, Baldorfisch, da war ich auch gerade richtig geschockt erstmal. So, wow, was geht denn jetzt? Aber der Kugelfisch ist jetzt am Start auf 1200. Direkt natürlich erstmal alles versucht hier, Bäre muss raus. Und was ich gemerkt habe, dass man diese Bären nicht doppelt einsetzen kann. Es gibt ja die neuen Bären, da gucken wir uns gleich nochmal kurz was dazu an. Da lese ich das nochmal kurz vor, was die neuen Bären jetzt können. Einen Sonnenstein zu entwickeln habe ich auch schon gefunden heute. Aber die Bären sind derzeit wirklich neu, sobald ich jetzt hier gleich die kleinen Videos durch habe, die kleinen Clips, die ich aneinander geschnitten habe. Gucken wir uns mal kurz die Bären an. Die habe ich, glaube ich, am Anfang gerade nochmal reingeschnitten. Aber durch mein Gelaber habe ich es vergessen, das mal vorzulesen. Deswegen gucken wir gleich nochmal schön gediegen neu zurück. Ja, Hopsprouts habe ich jetzt auch noch nicht. Und auch direkt natürlich jetzt erstmal richtig auf einen auf Safe hier. Superball muss raus. Da dreht sich das Blättchen auch nicht nur einmal, sondern zweimal. Und bleibt es drin? Jawohl, da ist das Ding drin. Also
war auf jeden Fall heute ein echt erfolgreicher Tag. Mittlerweile habe ich, glaube ich, auch schon wieder fast alle so von den, was heißt alle von den neuen Pokémon, also die Entwicklungen fehlen halt einen noch. Aber die Starter-Pokémon, also die hatten heute auch, dachte ich so im Zentrum, eigentlich könnte auch ruhig mal ein Starter-Pokémon mit dabei sein, gerade wo jetzt so Rot angepriesen haben. Ey, da waren wirklich so viele Lockmodule. Ich wusste gar nicht, wo ich die ganze Zeit hingehen sollte. Da waren so viele Spieler einfach unterwegs und alle einfach mal mega korrekt. Also war ein cooler Tag hier. Ja, den guten Lampi habe ich auch noch bekommen. Und ich gucke jetzt nochmal kurz in die Aufnahme zurück, wo das hier mit den Bären war. Das war bei Lapras. Gucken wir ganz kurz hier. Wieder Profis am Werk hier. Wisst ihr, ihr kennt die, ne? So, war das hier bei Evoli? Moment, die Info wären. Genau, bei Evoli hatte ich mir das mit der Info nochmal rausgeguckt. Kann ich hier Vollbild nicht machen. So. Und zwar gibt es einmal die sogenannte Sanana-Beere. Und zwar, wenn du sie einem Pokémon zum Essen gibst, bekommst du mehr Bonbons. Das finde ich ganz praktisch gemacht. Gerade bei etwas seltenen Pokémon. Schmeißt die Beere raus und zack, hast ein paar mehr Bonbons und Sternenstaub. Also ist ganz nett gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Bären gibt. Also ich habe bis jetzt wirklich nur die drei. Die Himbeere kennt ja jeder. Und warte mal, Moment, die Banane haben wir jetzt noch nicht gesehen. Wo war die jetzt? Banane, Banane. Ah, nochmal zurück, 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 zurück. Hm, da ist sie doch. Ey. Mit die Nanabeere. Genau, die Nanabeere sieht aus natürlich wie eine Banane. Wenn du sie einem Pokémon zum Essen gibst, wird es ruhiger und ist nicht so zappelig. Also gerade bei Pokémon, die vielleicht immer links, rechts ausweichen und so weiter, könnte ich mir die Beere ganz praktisch vorstellen. Aber ich vertraue immer auf der Himbeere und vielleicht auch dann beim seltenen Pokémon der guten... ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie hieß die nochmal? Sanana-Beere. Die musst du erstmal alle wieder hier auswendig lernen. Na gut, wenn euch das Video heute gefallen hat und ihr noch mehr von den Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar, wie es bei euch so aussieht mit Pokémon oder anderen Games oder so weiter. Wie gesagt, ab 3. März geht's dann hier auch los mit Legend of Zelda Breath of the Wild. Nintendo Switch ist am Start. Ich habe auch schon Bock. Mal schauen, was die Tage so Pokémon Go mäßig geht. Vielleicht kommt nochmal so ein kleiner Clip oder so. Mal schauen, wie es bei euch hier auch ankommt. Ich bin raus, geh jetzt schlafen und Vokabeln lernen für Spanisch-Test Montag. Alles klar, ich bin raus. Haut da rein.